So, Freunde, herzlich willkommen zum dritten Tag unserer RTG. Wir haben die Division Rivals Rewards. Wir haben ja den Division 8 erreicht, Rang 1. Da gehen wir auch direkt rein und gucken, was wir da erbeuten können. Es gibt, soweit ich weiß, drei verschiedene Rewards. Bedeutet, beim ersten Reward bekommen wir Tradable-Karten. Das heißt, die können wir verkaufen und Münzen rausschlagen, wenn ihr ihr gönnen sollte. Was sie wahrscheinlich nicht tun. So wie immer. Option Nummer 2 ist Jumbo Premium Gold Pack, also einfach Pack Nummer 1 zweimal, aber untauschbar. Bedeutet, die Karten, die wir ziehen, die können wir nicht verkaufen. Das sind so geschenkte Karten, die wir nutzen können, wenn sie gut sind. Und wenn sie nicht gut sind, liegen die irgendwo im Verein und wir müssen SBCs damit bauen. So, dann gibt es noch Option Nummer 3. Option Nummer 3, da bekommst du halt 4000 Münzen. Die Frage jetzt, was macht am meisten Sinn für unsere RTG? Sollen wir 4000 Münzen mitnehmen oder sind das einfach nur 8 Spiele und dann haben wir die Münzen drin? Der hohe Chat, das Gremium sagt, nimm die 1. Zack. Das sind die Tradable Packs. Also, viel erwarten tue ich zwar nicht, aber Wunder gibt's immer wieder, ne? Gut. Gut, 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 gut. Dann fangen wir mal mit dem Jumbo Premium Gold Pack. Da haben wir drin doppelt die Größe des Premium Gold Packs. Ein seltenes Item extra, 24 gemischte Gold-Items. Spieler- und Verbrauchs-Items, 7 seltene. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Und dann ziehen wir jetzt hier mal irgendwie ein Manet oder sowas. Ein Manet wäre lecker. Ja, Scheinwerfer. Zentrales Mittelfeld und ein Irinho ist es geworden. Ist aber auch okay. 83er ist ein 83er, können wir verramschen. So Trading-mäßig, so UV-mäßig und sowas. Okay, haben wir sonst hier was, was wir verkaufen können? Wir haben Muriel. Muriel ist immer so eine Karte, die spielt man am Anfang sehr, sehr gerne in Starter-Teams. Vielleicht kostet die ein bisschen was. Habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Muriel kostet 3600, kann man wegmachen. Sind gute Münzen. Mirinho können wir noch gucken. Was kostet Mirinho? Kostet 1100. Ist vielleicht für einen 83er nicht so viel. Aber wir nehmen direkt mal die Münzen hier mit. Das ist für unsere RTG. Musiala hatte ich schon geguckt. Musiala müsste bei 800 Münzen oder so sein. Da war die Nachfrage nicht so groß. Ist egal, nehmen wir trotzdem mit. 7 Items, darunter Spieler und Verbrauchs-Items. Alle Gold, 3 seltene. Na gut, dann würde ich sagen, EA, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ihr seid sowas von. Yes! Okay, Kramaric. Kramaric! Was kostet Kramaric? 750. Na gut. Können wir mit den 19.000 Münzen dieses Team signifikant upgraden? Wir könnten einen Klostermann in die Innenverteidigung holen. Wir könnten auch irgendwie auf Dembele sparen. Habt ihr Ideen? Bei der Division 8, wir haben einen Siegesboost. Wir haben noch kein einziges Mal verloren in den letzten 6, 7, 8 Spielen. Jedes Spiel zählt doppelt. Jeder Sieg zählt doppelt. Und wenn wir jetzt 2, 4, 5, 5 Spiele müssen wir gewinnen, dann sind wir ohne Zwischenstopp in Division 7. Gut, gehen wir rein ins Erste. Meinung zu Rashford habe ich vor direkt am Anfang im Stream gesagt. Hier ist der Stürmer. Zack. Zack. Und da sind wir. Easy. Überflüssig. 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 Wir sind gut drin. Zack. Zack. Und da sind wir durch. Und Abfahrt. 2:0. Let's go. 22. Minute. Das ist gut. Guter Vorsprung. Also schau mal, wie frei ich da bin. Ciao. Und rein mit dem Außenriss. Außenrissschuss geht übrigens mit L2. Ihr drückt die L2-Taste. Zack, da sind wir. Zack, 4:0, Abfahrt. GG's. 4, die enge Raute. Genau. Wir sind jetzt... Okay, wir sind beim Checkpoint gelangt. Heißt, wenn wir jetzt verlieren, fallen wir gar nicht mehr zurück. Oh ja. Oh ja, das wird nicht ganz einfach. Das Team ist gut. Da ist zu. Hier ist offen. Und da ist offen. Zack. Und da ist es. 1:0. Zack, zack. Schön über sich gehalten. Heel to heel. Abgewartet, bis er den Gegenspieler verlenkt. Und dann einfach rüberlegen. Langes Eck dieses Mal. Drin das Ding. Ich habe das Gefühl, man kann am Torhüter ganz genau sehen, in welches Eck man schießen muss. Manchmal gehen die Torhüter eher ins kurze Eck und machen das zu. Und manchmal stehen sie ein bisschen weiter auf dem langen Eck. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen hingucken, habe ich das Gefühl. Oh, das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur Zauberfußball. Auch schön gespielt.
Also man merkt schon, so in Division 10, 9 und 8 tun sich die Leute extrem schwer beim Verteidigen. Gut, 1, 2, 3 Siege noch. Okay. Kommt aber auch an. Oh. Bro, come on. Come on, Linksfuß. Langes Eck. Zack, drin das Ding. Schön gepresst. Mit Ansage sogar. Der geht. Zack, drin das Ding. Let's go. Bam, Powerschuss, Baby. So, Playerlock. Reingelegt. Und da ist er. Schön reingelegt. Schöner Treffer. Playerlock angewählt. Hazard nach außen geschickt. Er war damit konzentriert, mit nach außen zu laufen. Und dann Pass auf die andere Seite. Ich habe das Gefühl, dass der Nagelsmann der Falsche für Bayern ist. Oh, schön gespielt. Ist drin. Ja, scheiße verteidigt von mir. Yes! Check ich zwar nicht. Der Rest mit dem rechten Fuß. Aber gut. Ah, Hazard war's. Okay, das macht Sinn. Sehe ich, rieche ich, fühle ich, Bro. Kurzes Eck. Abfahrt. Rein damit. Und jetzt Konzentration beim Verteidigen. Ja. Da ist er doch. Da ist er doch. Wunderschöner Lupfer oben drüber. Das soll's gewesen sein. GG's an den Gegner. Wortwitz. Janika. So, Freunde. Wir haben das Team geupgradet. Wir haben uns einen João Felix geholt. Damit haben wir dann den Zahnschmerz Neres aus dem Team. Wir haben uns in die Innenverteidigung noch einen Klostermann geholt. Und wir haben uns noch einen Navas auf die Rechtsverteidigerposition geholt. Alleine wegen der Chemie. Weil wegen Neres, der war ja weg. Und deswegen konnten die zwei Innenverteidiger, beziehungsweise den Innenverteidiger und den Außenverteidiger nicht mehr spielen. Das ist das neue Team. Gut. Aufstiegsgame. Oh, okay. Wir spielen das erste Mal gegen Ikonen. Yes, baby. Direkt die erste Auflage von João Felix. Oh, nein. Oh, come on. Weg. Oh, komm. Oh, Van Persie Doppelpack. Oh, Tor hat verlängt. Ganz ruhig geblieben mit João Felix. Nochmal Ballrolle nach außen. Und rein das Ding. Schön. Drin das Ding. João Felix mit dem zweiten Treffer. 3-2. Ich habe ein bisschen gepanickt, muss ich ehrlich sagen. Bro! Gutes Ding. Er musste sich auf João Felix konzentrieren. Jetzt er. Und da ist er. Bam! Wunderschön gespielt mit dem Playerlock. Schön den Raum frei gemacht. War ja früher so. Division 7, gebonkt. Konzentration. Gut gespielt. Gut gespielt, Baby. Schönes Ding. Schönes Teil. Let's go. Ja, habe ich mir sowas von verdient. Abwehrkette aufgemacht. Total dämlich verteidigt. Ja. Scheiße. Yes. Weiter. Ja. Oh, nee. Das akzeptiere ich nicht. Das ärgert mich jetzt. Jetzt ist unser Boost weg.
So, dann muss ich es halt wirklich, dann muss ich es halt wunderschön machen. Dann muss ich das halt krass machen. Oh, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ohne Ballannahme direkt die Schussfinte gemacht. Zeige ich euch gleich wieder, um den Körper reinzubekommen. Und wieder. Let's go. 3-0. Also bevor er den Ball annimmt, einfach einmal den rechten Stick nach hinten. In dem Halbmond mäßig. Damit er diesen Skillmove hier macht. Schön gespielt. Rein damit. Let's go. 4-0. Gut. Und die Neuzugänge. Da gibt es auch nochmal ein kurzes Feedback für euch. Da haben wir einmal Joao Felix gekauft und haben damit Neres ersetzt. Kann ich nur einen Daumen nach oben geben. Also ein Joao Felix ist sehr, sehr gut. Beweglicher, als die Karte es zeigt. Also die Karte zeigt ja schon einen beweglichen Spieler. Aber er ist nochmal beweglicher, als man denkt. Ja, so fühlt er sich auf jeden Fall an. Wir haben noch dazu geholt Klostermann. Ja, Klostermann spiele ich auch auf einem anderen Account. Bombenkarte. Ich sage euch, den kann man locker noch ein, zwei Monate spielen, ohne dass der irgendwie schlecht wird oder ohne dass der schwach wird. Wirklich eine Top-Karte. Wenn ihr ein bisschen Münzen in eurer RTG habt und einen Top-Tier-Innenverteidiger wollt, dann bitte Klostermann mitnehmen. Na was? Ist manchmal ein Tick zu langsam, also gefällt mir nicht so gut. Da müssen wir irgendetwas anderes finden. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, mit welchem Spieler wir ihn ersetzen könnten. Mir bzw. dem Chat ist gerade nicht wirklich was anderes eingefallen. Deswegen haben wir da jetzt mit Navas gespielt. Und wen ich gerne in der nächsten Zeit bzw. in der nächsten Folge austauschen wollen würde, wäre Hazard. Da will ich Carrasco hinholen. Das Problem ist einfach nur, wir haben aktuell nicht genug Münzen. Ich hoffe einfach, dass wir dann bis zum nächsten Mal irgendwie mehr Münzen bekommen oder irgendwie Glück haben mit irgendetwas. Und ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Tschüss.